Herzlich willkommen zurück zu Code Vein. Ab geht's zu Mido, der alten Falte. Den werden wir jetzt mal so richtig die Leviten lesen. Stop right there, Mido. Your persistence is tiring. So tell me, just what exactly are you after anyway? What do you have to gain in reviving the Queen? Reviving the Queen? What's so damn funny? I've collected enough data already. I have no more use for the Queen. Then why? Let me ask you something. Do you ever sit back and wonder why you were created in the first place? Or why Revenants have power far beyond that of mere humans? That's simple. Everyone knows it was to stop the Queen when she frenzied. Aren't you forgetting something? The day of the Great Collapse? The creatures that caused all that ruin. Both Revenants and the Queen were created to eliminate those horrors. And yet, they are all still incomplete. I wanted to witness Gregorio's monstrous transformation with my own eyes. But sadly, it cannot be. Now, allow me to show you the truth of our world. Is unlocked.
That mist is fading? We can go out. We can leave! Yes! We're free! We can finally escape this horrible prison! We've been here so long! Mist isn't fading? All those relics, and yet somehow he still resists. Stubborn fool! I'll finish you with my own hands! How can you still not understand? You all saw them too! The world outside is overrun with creatures that devour everything in their path! They will be the source of even greater strength for all revenants. Evolution is everything. It is our duty, our very hope as a species. Gregorio didn't see that, the blind fool. So he created the red mist as a cage and sealed away all his research. He was satisfied with merely eliminating the feeble horrors within his pen, and thus foolishly halted the march of progress. But the horrors outside continued to evolve, until finally they transcended revenants and became an existential threat. You fools noticed nothing! Our prison of red mist became a barricade, protecting revenants from the horrors that awaited them beyond its borders. All this time you were being shielded by Gregorio from reaching your true potential. The hypocrisy turns my stomach. But now the time has finally come for us to leave the cradle. Let us all rise and ascend the ladder of evolution together! You bastard! After all you've done, just how many more lives are you willing to sacrifice? Enough, Mido! We won't let you do this! A pity. Those who are too weak to keep up with the speed of progress do not deserve to live. What swill? We will stop you. After all they've done for everyone. The successors will not have suffered in vain. Los oder wie? Ja, krass. Eigentlich wollte ich ja drüber reden. Krass. Ja, ja. Mido. Muss ja nicht sein, oder? Komm. Ich wollte eigentlich drüber reden, wie Plot-Twist ist.
Alter. Los. Mido! Was machst du? Alter! Komm klar mit deinem Leben! Ja, eigentlich wollte ich über den Plot-Test reden. Krass, oder? Die ganze Zeit dachten wir, dass wir hier drin gefangen sind und draußen die Menschen in Ruhe leben können, damit, also halt wir hier gefangen sind, damit die Menschen draußen in Ruhe leben können. Und jetzt kommt plötzlich der Plot-Twist. Draußen ist schon alles im, darf man das auf YouTube sagen? Draußen ist schon alles beim Teufel, draußen ist schon alles kaputt. Wir sind die Letzten, die noch da sind. Und auch die letzten Menschen sind hier drin. Richtig krass. Und draußen laufen diese Viecher rum. Und die ganze Zeit über hat Gregorio Silva das Schild aufrechterhalten. Und deshalb auch die Blutperlen gebraucht, um halt Kraft zu haben für den ganzen Akt. Ja, aber das ist schon... Hätte ich mir nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja toll, jetzt kommen die Wiedergänge nach außen, fressen alle Menschen auf. Aber nee, ey. Richtig krass. So, wo ist Mido jetzt? Achso, der Part kommt. I'll be there soon. So, neuer Versuch. Hab den Charakter leicht angepasst. Vielleicht wird es ja diesmal was. Probieren wir es mal mit Blitz. Ich weiß nicht, was gut gegen den ist, wie gesagt. Der Blitz macht 210 Schaden. Gleich wieder sein Spell, sein tollen. Also den finde ich so für den Arsch. Sorry. Und er detoniert einfach random um mich rum. Ja, verliert jetzt mal Jago auf mich. Hemmen! Verliere ich alle Buffs, ne? Schon! Einfach draufhauen! Einfach draufhauen! Alter!
Alter! Alter! Ja! Letzter Versuch, komm! Einfach drauf! Ja, nice. Wenigstens haben wir ihn. Krass. Krass, krass. Judging by the state of the red mist, I'd guess that Silva is in a lull at the moment. Still, he has to be on the brink of frenzy. That means it's only a matter of time. Is there a way we can prevent it? Are you sure? Physically, it is possible. You might be able to take on Silva's relic. But if you do, it will mean taking on Silva's mission as well. And that will not be an easy burden to bear. Our world cannot survive without the power of the Red Mist. And that means you would have to sit on that throne forever. Are you truly prepared to accept that fate? Remember, you're not alone. I may not be able to help you in any tangible way. But at the very least, I'm willing to accompany you on the journey. You've got a big burden to carry there. Good thing I'm around to help lift it. We're friends. We'll fight together. Jo, damit haben wir den jetzt aus dem Weg geräumt. Naja, ich bin nicht so ganz stolz auf den Kampf, aber ist besser als nichts, oder? Wo gehen wir jetzt hin? Ich meine, wir haben 330.000. Die sollten wir mal schnell investieren. Komm, was soll der Geist, die müssen eh weg. Egal, weiter. Weiter geht's, weiter geht's. Wir wissen, wie es ausgeht. Lang kann die Geschichte jetzt ja nicht mehr so weitergehen. Weiter. Das habe ich oft weiter gesagt. Wir werden jetzt wahrscheinlich Silvers Platz einnehmen und damit wird das Spiel zu Ende sein. So wie bei, nee, ich spoilere jetzt nicht Dark Souls. Hahaha. Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.